Moin, hier ist er, der Hemi. Wie angekündigt geht es heute um den Metzeler Roadtec 01 SE. Der Reifen hat jetzt ganz genau 3625 Kilometer drauf. Und ja, hier ist der Übeltäter, da gehe ich gleich noch dran. Aber ich will jetzt erstmal wegen Profil, Tiefe gucken nach 3625, sagte ich, ne? Vielen Dank an die Firma Metzeler für die freundliche Unterstützung. Und ja, ich muss jetzt mal gucken. Ach ne, ich bin ja noch im Navi mit der Bedienung, wie viel der jetzt gelaufen hat. Der Roadtec 01 SE von Metzeler ist ein Reifen, der hat eine verstärkte Karkassenkonstruktion, extra für Adventure und schwere Tourenmotorräder, also passend für die R1250R mit ihren gewogenen 260 Kilo. Und als wir auf Tour gingen mit Gepäck und mir und Klamotten, ja, da hatten wir bestimmt 370, 380 Kilo. So über den Daumen, ich habe es jetzt nicht genau nachgewogen, was das mein Gepäck ausgemacht hat, aber mit den Koffern, Inhalt und so weiter, Tankrucksack, hinten noch eine Tasche drauf und da kam schon einiges zusammen. So, deswegen hat dieser Reifen halt eine sehr stabile Karkasse und ja, in dem Anfahrvideo habe ich schon gesagt, der hat relativ wenig Eigendämpfung, also so würde ich das auch mal umschreiben. Ja, der ist also relativ fest. Das spürt man beim Fahren auf jeden Fall. Der 01 SE ist eine Weiterentwicklung von dem Z8. Diesen Reifen hatte ich zuerst drauf auf der R. Das war ja, Serienausstattung. Und da muss ich sagen, mit diesem Z8 war ich nicht so zufrieden. Das mag an verschiedenen Dingen gelegen haben, die jetzt hier bei dem 01 SE deutlich besser geworden sind. Der hat also eine breitere Auflagenfläche und die B-Compound-Mischung am Hinterrad, ja, also da habe ich ungefähr 20% im mittleren Bereich, eine andere Mischung als an den jeweils 40% außen. Und der äußere Bereich, der ist wieder ja, fast genau mit der gleichen Mischung vom Vorderreifen, also der hat nur eine Mischung, ist der vergleichbar und somit bietet der ja, beim Einlenken, ja, ein homogenes Fahrgefühl, ja, lenkt gut ein. Aber was ich schon gesagt habe, der Hinterreifen, der ist ziemlich flach vom Aufbau her und der bietet mir, ja, eine bestimmte Grenze auf. So bei 42 Grad war das bei mir, also auf gerader Strecke, ohne Neigung von der vom Straßenverlauf her. Da habe ich gedacht, jetzt, wenn ich jetzt noch tiefer muss, also wenn die Kurve zumacht, da muss man schon ordentlich drücken oder ziehen, je nach Fahrweise natürlich. Und das hat mich jetzt ein bisschen gestört. Und ja, es gibt ja jetzt diesen 01, gibt es weiterentwickelt auch den 02 SE. Da werde ich aber wahrscheinlich nicht landen, weil ich habe jetzt nochmal die Erfahrung gemacht, ich bin ein Typ, der auf der R mit Sicherheit mit einem Sportreifen besser zurechtkommt als mit einem Sporttourenreifen oder mit einem reinen Tourenreifen. Bei der Anfahrt, bei dem Anfahrtvideo waren 40 Kilometer. Da hatte ich ja geschätzt, dass wir hier auf Sardinien dann schon 1200 Kilometer Anfahrt haben. Da kommt's. Ja, tatsächlich sind wir jetzt bei 1492 Kilometer, wo ich den Reifen drauf habe. Also, Grip, Sicherheit, also wir haben alles gehabt, teilweise feuchte Straßen, losen Untergrund, raue Straßen, rauen Belag, feinen Belag, jetzt hier auf Sardinien sowieso. Und wo gibt es einen besseren Fleck, als den Reifen ein bisschen zu erklären nochmal, als hier auf der SS 125. Mal kurz noch als Ergänzung zu dem Reifen. Ihr seht den Luftdruck 2228, völlig in Ordnung. Also ich fahre gern, also ich muss nicht die 25, 29 drin haben. Normalerweise mein Lieblingsluftdruck ist 24.
4-2-8. Vorne habe ich jetzt ein bisschen verloren. Ich denke aber, ja, ich habe mir eine Schraube reingefahren, irgendwann. Schon etliche Tage her, schon etliche Kilometer her. Ich habe sie drin gelassen, weil der Druck hält. Ja, wenn ich da jetzt angefangen hätte, versucht, die rauszudrehen oder rauszuziehen, dann hätte ich vielleicht mehr kaputt gemacht, als die ja, ganz einfach drin zu lassen. Natürlich habe ich Flickzeug dabei und auch eine Pumpe. Ja, wenn ich jetzt plötzlich mehr Druck verlieren würde, dann könnte ich immer noch schnell so ein Portal da reinmachen und vulkanisieren und auch wieder aufpumpen. Aber solange das nicht passiert, um 2-2, ja, wurscht, ist alles gut. Ist ja der absolute Hammer. Und ja, also Profil ist mal auf jeden Fall noch gut. Vorne und hinten, ich mache mir jetzt da keinen Kopf, dass das nicht reichen würde, bis ich wieder zu Hause bin. Also insgesamt schätze ich, haben wir dann doch, ich schätze mal grob 5000 plus hat er dann drauf. Und das sollte auf jeden Fall durchhalten. So, wo haben wir denn die Verschleißmarken hier? Da ist eine und da gehen wir neben. So. Und wir haben jetzt hier noch Lecomio. 3,3. Ja, vorne. Hinten gucken wir gleich, denn ich will jetzt erstmal gucken. Ich habe hier so ein bisschen Werkzeug zusammengesucht, beziehungsweise hier mein Feinmechaniker-Werkzeug. Und da ist, ja, das war eine Schraube mit einem Schraubenkopf, also so ein Torx. Nee, so eine Spax-Schraube. Oh ja. Hey, Lecomio. Der ist doch durch. Guckt euch das an. Gut, dass ich den unterwegs nicht rausgezogen habe. Also ich werde den flicken. Das mache ich dann am besten gleich, direkt. Ich habe Flickzeug und dann, ja, aber hier mit der Schraube, Lecomio, über 2000 Kilometer bin ich damit gefahren, auf Sardinien und nachher über die Autobahn zurück und stellenweise auch Geschwindigkeiten, ja, 180 plus, heute noch 195 auf der Bahn drauf gehabt. Ich hätte nicht gedacht, dass die durch ist. Aber man sieht doch. So, ich werde den flicken. Und da der noch, ne, gut im Profil ist, werde ich den mit dem Flicken auch weiterfahren. Da habe ich überhaupt gar keine Bedenken. Ich habe ja eine Anzeige, wenn ich Druck verliere, spätestens irgendwann, wenn der Druckverlust zu groß ist, kriege ich eine Warnmeldung. Das ist der Kracher. Also das ist echt der Hammer. Hätte ich nicht gedacht. Lecomio. Ja, ihr habt das Bild gesehen, wie das aussah mit dem Schraubenkopf. Schönes Schiss. Aber vielen, vielen Dank, dass das gehalten hat. Ich muss, als wir losgefahren sind, hatte ich 2,4 vorne und hinten 2,8 aufgepumpt. Und bis heute, bis eben, waren hier vorne noch 2,2 Bar drin. Hinten auch die Messung. Ich suche die Verschleißmarke. Also hier in dem Profil, da haben wir sie. Und ich gehe dann, ne, bis da dran. Und da haben wir 3,2. Auch noch gut. Also, was soll ich den wechseln jetzt? Nö, den fahre ich mal noch ein ganz Stückchen. Und hier sieht man nochmal, ja, der ist sehr flach, wenig gewölbt und ich nehme an, das liegt daran, dass ich da eine Rückmeldung kriege bei 42 Grad. Da bin ich irgendwo hier. Und dann da drüber zu kommen, genau über die Kante hier wahrscheinlich, das ist schwer. Ja, nicht schwer, man kann es machen. Ich habe ja auch Schräglagen von 48 Grad gefahren auf Sardinien, aber man muss dann ordentlich nachdrücken. Oder noch mehr reinziehen. Aber wirklich kräftig. Es gibt ja böse Zungen, die behaupten, ich würde, wenn ich Produkte bekomme, immer nur positiv berichten.
Aber ich sag jetzt mal, was mir an dem Reifen nicht gefällt, als allererstes. Und zwar hat er ein gutes Einlenkverhalten. Ja, sauber bis 42 Grad. Ja, ich habe es kontrolliert in der Connected App. Und da ist ja wie ein Widerstand, wenn ich da drüber raus will, also schräger will, da muss ich ordentlich reinziehen, runterdrücken. Das mag der Reifen nicht. Also bei 42 Grad auf dem Motorrad hier ist gefühlt Ende. Und ihr kennt ja andere Videos von mir und wisst, dass Schräglagen jenseits der 50 Grad durchaus möglich sind bei mir. Allerdings mit Sportreifen, ja, wie zuletzt bei dem Bridgestone S22. Und ich will mal gucken, wenn ich ganz lieb bitte bitte sag, ja, das wäre ja dann ein schöner Kontrast zu dem Tourenreifen hier. Da ging es mir auch hauptsächlich um die lange Haltbarkeit. Die Sportreifen, da fahre ich den vorderen maximal 3000 Kilometer und der hintere ist bei 5 komplett weg. Und da wäre es ja ein schöner Kontrast, wenn ich vielleicht auch den M9 RR von Metzeler oder vielleicht sogar ein Pirelli Sportreifen oder sogar einen Hypersportreifen, den Spaß würde ich mir auch gerne mal machen. Und den mal zu testen. Also das, da hätte ich noch richtig, richtig Spaß dran. Ja, hier gibt es Steine. Ein bisschen Abstand halten hier. Habe ich Angst um meine Kameras hier vorne. Boah, hier. Leute. Ist das nicht ein Paradies hier? Okay. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch bitte einen Daumen da. Und die Glocke aktivieren. Abonnieren natürlich. Und ich sag bis zum nächsten Video. Tschüss. Bye bye. Euer Himi. Da war Rainer mit dem Wohnmobil. Teddy! Etwas Dreck hier. Ja, haben wir frisch gemäht hier. Okay.